Hi, willkommen zurück zu Leverman the Frog, der Videoserie, bei dem ich einen Plattformer programmieren möchte. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Ich glaube, wir haben den Editor-Modus ein bisschen weiter gemacht. Gehen wir mal in den Editor-Modus. Wir können jetzt unser ja, Zeug rumschieben. Wir können Plattform erzeugen und können wir von der Plattform aus springen? Haben wir den Fehler eigentlich beseitigt? Jawohl. Okay, also ein To-Do können wir auf jeden Fall streichen. So, was ist jetzt als nächstes relevant? Ja, als nächstes ist relevant, das Vergrößern wollte ich einbauen, genau. Und wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich das ein bisschen blöd finde, dass wir Editor Code mit in den Spielcode mit reinmischen. Und das ist eigentlich, das möchte ich nicht. Das werden wir jetzt mal noch ein bisschen korrigieren. Das heißt, wir werden noch eine Folge haben, wo wir aufräumen. Und ich glaube, wir haben schon angefangen, wo wir gesagt haben, Editor State. Und das sagen wir halt, das ist kein. Das ist kein Editor State mehr, sondern das ist jetzt der Editor und da drin steckt alles, was hier drin steckt. So. Genau, Editor State kommt raus. Du bist jetzt Editor, du bist jetzt Editor, du bist jetzt Editor. Halt, nee, lass mal das Editor State. Damit auch die Referenzen, damit die ganzen Variablen hier alle passen, wir nur Editor umbenennen müssen. So, und da haben wir ja dieses Update Editor Input. Eine Sache, die mir nicht gefällt, ich möchte ja eigentlich die gesamte Logik auch in die Editor-Klasse hier kapseln. Das war eigentlich so auch meine Idee, von vornherein das zu machen. Ich wollte jetzt nicht hier eine Methode machen, für eine für Editor und eine fürs Spiel, sondern eine einzige Funktion hier, wo wir sagen, Update float.dt. Die Funktion hier gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Und das kommentieren wir aus. Und alles, was hier passiert, soll im Editor passieren. Das heißt, wir wählen das hier, packen das dahin. Und jetzt werden wir viele, viele, viele Probleme sehen. Zum Beispiel dieses isMouseDown. Oder das, okay, das Dragging und Select Body, das ist alles kein Problem. NumBodies ist ein Problem. Das könnten wir aber lösen. NumBodies könnten wir lösen, indem wir einfach sagen, hey, wir geben einfach die Bodies mit und die Anzahl. Und dann haben wir das ja ebenfalls schon. Jetzt brauchen wir noch die Mausposition. Und das ist das interne Update gewesen. Das ist dann, ja, wir müssen hier einiges anpassen. Einiges. Und das kommt alles weg. Und da haben wir ja das C zum Erstellen. Das ist alles okay. Das Update hier fliegt auch raus. So. Was jetzt noch übrig ist, sind eigentlich nur noch die Input-Geschichten, also wann ist eine Maus gedrückt? Ah, hier mal, brauchen wir auch noch auf Physics. Okay, dann machen wir es anders. Geben wir direkt die Physik Engine mit. Import. Und dann können wir hier direkt auf den hier zugreifen. Und der Rest hat schon alles. So. Alles klar. Static Material, ja gut, das ist. Das können wir ja kopieren. Von dem hier. Wobei ich da kein Problem habe, hier einfach ein Public draus zu machen. Und wir sagen hier, das ist Static Material oder Mat Static. Und du bist dann Mat Dynamic. So.
Das heißt, du bist Leverman, Map Static und der Rest ist alles nur noch Input. So weit, so gut. Dann haben wir hier oben wohl noch ein rotes Ding. Hier sagen wir einfach Editor Update DT und Physics. Fertig. Rendering für den Moment lasse ich das jetzt mal außerhalb. Das werde ich aber ebenfalls rausschieben. So. Wie können wir jetzt auf unsere Input-Funktion zugreifen? Ich möchte die komplette Game-Klasse nicht nach außen sichtbar machen. Wir machen das ein bisschen anders. Wir erstellen für den Moment, sagen wir einfach folgendes: Input State und schieben alles, was mit Tasten zu tun hat und Co., also die Geschichten komplett hier rein. Machen hier einen Public Final Key State und hier ebenfalls ein Public Final und hier ebenfalls ein Public Final. So. Game wird jetzt zuallererst mal meckern. Das heißt, wir müssen unserem Spiel auch diesen, dann nennen wir es einfach Input, den Input State angeben und den können wir ebenfalls mal noch erzeugen. Dann können wir auch ein Final draus machen, das ändert sich ja nicht mehr. So. Gut. Jetzt ist er überall, wo wir Key State und so setzen, müssen wir es mal von Hand so machen. Also ich nutze es jetzt einfach mal nur als Datencontainer, als nichts anderes. Und die Funktion hier, Set Key Down, Is Key Down und Co., die kommen alle in diese Methode hier rein und werden alle public. Alle werden public. Public, public, public. So. Is Key Down. Passt alles. Wundervoll. So, das heißt, die ganzen Funktionen sind jetzt alle weg. Das heißt, wir sagen Input.KeyState. KeyState, da werden sie zurückgesetzt. Hier haben wir noch Input Maus. Und dann müsste hier noch irgendwas MouseState noch sein, genau. Jetzt haben wir jede Menge Fehler zu korrigieren. Und dann ändern wir unsere Update Input. Warum haben wir eigentlich das getrennt? Gab es irgendeinen Grund, warum wir Input getrennt haben? Was macht Update Input? Hier werden wir die Eingaben verarbeiten. Und hier machen wir Update. Ja gut, nennen wir es dann ebenfalls Update Input. So, ja gut, dann weiß ich, was wir zu tun haben. Nämlich Input State Input. So. Das heißt, alle müssen jetzt dieses Ding hier mitgeben. Und hier können wir dann einfach die Funktion entsprechend aufrufen, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Und hier geben wir den Input State einfach mit. So. Woher kommt die Klammer? So. Update Input braucht dann natürlich ebenfalls noch den Input State, Input, Input. Dann haben wir das auch mal ein bisschen mehr aufgeräumt, weil das hat mir von vornherein nicht so wirklich gefallen, wie wir es ursprünglich gemacht haben. Okay, ist Point in ABB, ja, ist noch eine andere Geschichte. Das gehört eigentlich eh nicht in Game rein, weil das eigentlich eine geometrische Funktion ist, aber das ist dann der letzte Part. Hier ist nur noch die Geschichte. Ich hab dich doch zu. Habe ich dich nicht static gemacht? Na gut, jetzt bist du aber static. So. Jetzt ist der noch da.
Und Game muss natürlich ebenfalls noch den Input State, oder ich habe da vielleicht auch Input einfach genannt. Ja, gut, dann nennen wir es halt Input State. Doppelt gemoppelt. Dann nennen wir den hier auch Input State. Und den hier nennen wir dann auch Input State. Und jetzt gibt es einige Fehler, die wir noch korrigieren müssen. Schauen wir mal, haben wir noch Zeit. 5 Minuten. Die 5 Minuten sollten ausreichen. Ja, mit tonnenweise Fehler noch. Den einen können wir lösen. Jetzt müssen wir nur noch sagen, Input State, zack. Input, Input, Input. Input, Input, Input. Too much Input. Input. Und da haben wir A, da haben wir D. Und Update Input. Update Game Input. Braucht natürlich dann auch den hier. Den Input State. So, und das ist nicht AWBs einschalten, sondern Editor-Modus ein- ausschalten. Wir müssen die ganzen Kommentare mal aktualisieren. So, jetzt haben wir hier noch ein Bug und das ist Input State. Das heißt, wir wollen ihn auch im Render-Modus haben. Na gut, dann machen wir Folgendes, dann machen wir einfach einen Protected raus. Na gut, dann hätte ich ihn jetzt auch nicht mitgeben müssen. Na gut, irgendwann können wir ihn einfach Private setzen und wir werden merken, in Rendering wollen wir eigentlich keinen Input haben. Daher passt es eigentlich schon. Jo. Jede Menge Fehler. Der hier noch, okay. Das, da machen wir jetzt eine Klasse. Keine Ahnung. Detection Utils. Wie auch immer ich es nennen möchte. So, is point in circle, is point in AWB. Das Zeug hat hier nichts mehr verloren. Das kommt jetzt hier rein. Oder nennen wir es doch eigentlich so, wie es ist. Geometry Utils und du bist im Public Static. Public Static. Jede Menge Zeug, was wir aufräumen müssen. Geometry Utils. Importieren wir. Und jetzt müssen wir die Samples reparieren. Kontakt Samples hat noch ein Problem mit Update Input, hier fehlt der Input State, der importiert werden muss. Hier bitteschön, hier bitteschön, hier und hier und hier. Kopieren wir es bitte mit Punkt. Noch mehr hier und hier, hier und hier. Und hier ist Geometry Utils. Importieren wir. Und dann ist Kontakt-Sample abgeschlossen. Dann der nächste. Das machen wir jetzt noch fertig. Also damit der ganze Kram vom Editor nicht mehr in der Spielklasse rumschimmelt, das möchte ich nicht. Das bläst nur unnötig mein Ding auf. Das will ich nicht. So, Mausposition ist Key Down. Und irgendwie, wenn wir uns das so angucken, ist das alles irgendwie jedes Mal identisch. Das jetzt nicht wirklich, aber. So. Update. Voila, und hier kommt nur noch Geometry, Utils und dann hoffe ich mal, dass alles noch funktioniert. Du bist der Nächste.
Aber ich glaube schon, weil das ist einfach nur Refactoring. Refactoring machen wir so gerne. Gehört einfach dazu. Da ist noch ein roter. Geometry Utils ist Point in AWW. Alles klar. Game haben wir gespeichert. Irgendwas meckert da noch. Geometry Utils ist Point in AWB und voila. Voila, wir haben es geschafft. Und scheint noch zu funktionieren. Ich kann hin und her springen. Der Editor-Modus geht noch. Okay. Das Selektieren klappt wohl nicht mehr. Ist aber kein Problem, weil wir hier so oder so noch einiges an Arbeit reinstecken müssen. Gut, dann sage ich, machen wir das nächste Mal weiter. Ciao dann.